Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Valorant Einsatzplay. Ja, im Moment befinden wir uns in der fünften Welt, das ist die Parsley Woods und Woods irgendwas, keine Ahnung. Wie gesagt, mit Wald seht ihr schon ein bisschen Bäume, da fetter Baumstamm rechts irgendwo da in der Nähe von diesen Bahnschienen. Und ihr seht, wo ich jetzt mich gerade befinde, das ist nämlich der See. Und rechts da, also das nächste Level wird dann das Ufer da sein an dieser Stelle. Und dann müssen wir uns langsam hocharbeiten bis zu diesem Totenkopf da oben, das wisst ihr ja schon bereits. Und da fangen wir jetzt mal hier ganz chillig mit dem ersten Level an. Chillig, chillig, wie auch immer. Und los geht's. So. Da ist mal ganz ruhige Musik. Die Musik kennt ihr vielleicht noch aus der zweiten Welt, wenn ihr euch ein bisschen so, ja, zurück entsinnen könnt oder euch ein bisschen daran erinnern könnt, wie es damals noch so war. Verdammte Scheißkugel. Verdammt, ich hab's mir schon gedacht. So, diese komischen Geister da, gehen wir nicht mehr auf den Geist hoffentlich bald. Ha, das war ein cooles Sprichwort, oder? Nein, war nicht unbedingt ein Sprichwort, war nur so blödes Dahingebabbel, aber naja. Wo war ich jetzt? Genau, also die Musik, wie gesagt, ist ziemlich still, weil das Gewässer ist auch ziemlich ruhig hier, bis auf diese Kugeln da, die wohl hier runterbrausen oder richtig runterstürmen, kann man auch sagen. Aber allgemein, die Musik ist aus der zweiten Welt ganz klar übernommen worden. Und wenn ihr mal so allgemein das Spiel jetzt euch mal so angeschaut habt über die Zeit, dann seht ihr auch, dass wirklich viele Musiken auch echt doppelt vorkommen. Also nicht nur diese hier, es ist wirklich immer so. Also es ist nicht so wie heute, ja, für jede Welt Mario, New Super Mario Bros. Wii, ja, da gibt es immer neue Musik und den ganzen Kack da. Nein, es ist wirklich hier so, da hat jede, ist wirklich alles was gleich gemacht. Aber mal ehrlich, damals konnten die noch gar nicht, da hatten die noch gar nicht die Technik dazu. Und da kann man auch schon, da braucht man nicht so viel erwarten. Also ich finde, das ist völlig in Ordnung, dass die solche Spiele rausgebracht haben. Ich bin ehrlich gesagt ein riesiger Wario-Fan. Ich bin eher ein Wario-Fan wie ein Mario-Fan. Okay, Mario auch, aber Wario etwas mehr. Vor allem, ja, ihr kennt ja genau dieses Wario hier. Es gibt auch noch einen zweiten, dritten, vierten und fünften Teil. Den zweiten und dritten Teil werde ich noch irgendwann mal let's playen, vielleicht aber auch erst nach der Retrophase. Also es gehört ja einschließlich zur Retrophase dazu. Aber da ich die so gar nicht beherrsche und ich so richtig mies darin bin, werde ich jetzt erstmal komplett durchzocken müssen. Also weil ich will die unbedingt let's playen, ich finde die toll, die Spiele, aber ich kann sie eben nicht. Das ist das Problem. Ich muss jetzt erstmal richtig scheiße üben und dann kann ich die auch let's playen. Ja, weil ich will ja nicht wieder Blind Gaming machen, was mir auch schon bei Ariel die mehrere Mal passiert ist. Bisschen blind an dieser Stelle. Wenn ich blind spiele, dann drehe ich auch manchmal ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Aber ich versuche mir natürlich immer so gut wie möglich zusammenzureißen. So, das war's mal fürs erste Level. Dann gehen wir mal schnell hinein. Und was ihr vielleicht bemerkt habt, jedes Mal verspreche ich mich. Ich hasse es. Ich verspreche mich selber die ganze Zeit. Naja, ihr seht bei den Schätzen. Oh ja, da sieht es ziemlich gut aus. Wir haben ungefähr zwei Drittel. Ja, zwei Drittel und dieses komische Ei da haben wir jetzt ausgefüllt von allen Schätzen, die es so gibt. Und ja. Genau, was wollte ich nochmal sagen? Genau, im zweiten Level gibt es einen Schatz, verrate ich euch gleich mal, den man aber noch nicht holen kann. Dieser See ist noch ziemlich aufgefüllt mit Wasser und wenn man einen speziellen Level beendet hat, dann wird das Wasser einfach, das fließt dann ab runter ins Meer, also wo wir gerade herkommen, von diesem Geisterschiff da, da ist ja genug Wasser und Meer. Und wenn das ganze Wasser abgelaufen ist, dann kann man auch da, wo das Wasser gestanden ist, da kann man dann runtergehen und da kann man dann eben den Schatz finden. Aber jetzt müssen wir den Level erstmal noch normal ansteuern. Also, Kurs Nummer 32. Oh nein, Entschuldigung, das tut mir gar echt leid, verdammt. Das gibt's doch gar nicht. Dann war es wohl eher doch der zweite, der erste Level. Das tut mir jetzt echt leid, habe ich ehrlich gesagt auch nicht mehr gewusst, aber dann war es halt eben der erste Level. Im ersten Level genau verschwindet dann das Wasser im See und dann kann man da diesen Schatz holen. Da, wenn ich jetzt im Wasser ganz runtergegangen wäre, wäre ich natürlich ersoffen. Oder halt dann wäre ich gestorben. Aber in dem Fall kann man dann echt runtergehen und die ganzen Sachen holen. So, das kann man sich auch erklären. Ihr seht Bahnschienen. Ist ganz klar. Ich habe gesagt, wir kommen direkt vom Ufer. Also wir waren gerade eben im Wasser, sind jetzt aufs Ufer, so gesagt. Nur ohne Schiff leider. Leider einfach ein bisschen dahin geschwommen. Also nicht per irgendeinem Transport, sondern ein bisschen einfach aus eigener Kraft über den See geschwommen oder gehüpft in dem Fall auch. Und haben uns den Weg hier hergemacht zu dieser, ja, was ist denn das? Das ist ja nicht unbedingt, ja, das ist vielleicht so eine kleine Zugstrecke oder so in der Art, aber naja, da, das ist eigentlich nicht so interessant jetzt. Und auf jeden Fall, ja, jetzt fahren wir erstmal die Strecke hier so entlang, weiter zurück und dann müssen wir diesen Wald oder diesen Gebirgswald, keine Ahnung, müssen wir dann hochklettern in Form von Leveln, genau. Aber ich sage euch gleich, das hier ist nicht das letzte Zuglevel, es werden noch zwei kommen.
So, ihr seht jetzt, hier haben wir so einen komischen Block mit so einem Ausrufezeichen drauf. So, ich aktiviere den jetzt und jetzt, meine Freunde, jetzt fließt das Wasser nämlich ab. Kann ich euch gleich zeigen. Jetzt seht ihr, da wo dieser Fluss hier war, einschließlich, wird das ganze Wasser jetzt, oder fließt das ganze Wasser nun heraus. Alles runter und dieses Schiff, ist das eigentlich überschwemmt worden oder meine ich das nur? Ich glaube, das meine ich nur. Ja, das ganze Wasser ist runter ins Meer zurück, wo es auch eigentlich hingehört. Wir machen mal kurz hier diese Mission. Nicht Mission. Ich meine natürlich Glücksspiel. Und wir haben Glück beim Glücksspiel gehabt, meine Freunde. Da lässt es sich gleich mal von 67 verdoppeln auf 134. Wenn es jetzt nicht angezeigt hätte, ich jetzt eh nicht gewusst, hätte ich erst mal 5 Minuten rechnen müssen. Ich bin so ein Schwachmatiger in Mathe. Nein, bin ich nicht. Aber ich bin auch nicht gerade so gut. Und ja, falls ich euch noch nicht gesagt habe, ja, ich gehe noch zur Schule. Ja. Wie alt ich bin, verrate ich euch nicht. Habt ihr nicht verdient zu hören. Doch, ich bin mittlerweile 16,5. Und werde so im Sommer, irgendwann im Sommer 17, ich weiß gar nicht wann. Nee, das klingt jetzt ein bisschen dumm, oder? Ja. Das klang jetzt so, als ob ich nicht wissen würde, wann mein Geburtstag wirklich wäre, aber ich wollte euch nur ein bisschen verarschen hier, also ja. Das gehört doch ein bisschen dazu, oder? Wenn es ein Let's Play Together ist, ja okay, kein Together in dem Fall, aber ein Let's Play, ich soll ja mit euch zusammen spielen. In dem Fall spiele nur ich und ihr schaut mir zu, was ich hier für eine Scheiße zusammenspiele. Also wenn ihr das als Scheiße bezeichnen könnt, entweder könnt ihr es als sinnvoll empfinden, was ich hier mache, oder ihr haltet es für sinnlos und denkt euch, was macht ihr hier eigentlich für eine Scheiße? Was will ihr uns hiermit zeigen? Ja, das ist doch ganz einfach. Ich möchte, weil die Spiele aus der Kindheit, aus der Kindheit, das ungefähr vor 10 Jahren war, also wo ich 6 Jahre alt war, jetzt bin ich ja 16, genau, da habe ich dieses Spiel auf dem Flohmarkt geschenkt bekommen von meinen Eltern. Ja, der Flohmarkt, den kenne ich noch ziemlich gut. Wenn, also ich habe ja wie gesagt, was habe ich gesagt, wie viele Game Boy Spiele? 20, 30, sowas um den Dreh. Und natürlich habe ich mindestens die Hälfte davon alles auf dem Flohmarkt erstattet. Das heißt, dieses Spiel war das erste Spiel, das ich auf dem Flohmarkt gekauft habe. Ich war richtig froh, dass ich zufällig das hier ausgewählt habe. Ich durfte mir von 10 Stück oder so eins raussuchen. Und dass ich natürlich genau das hier nehme, das ist doch ein verdammtes Scheißglück, oder? Ja, das muss man sich mal denken. Ich habe wirklich mit Glück dieses Spiel hier genommen. Da hätte es dann noch so Pokémon gegeben, aber ich bin nicht so der Pokémon-Fan. Also, sagen wir mal so, ich kenne Pokémon. Es ist nicht so, dass ich das noch nie gehört habe. Aber ich habe ehrlich gesagt, und ich habe es meinem Kumpel mal ein bisschen gezockt, aber ich habe noch nie wirklich ein eigenes Pokémon-Spiel besessen. Und ich kenne auch nicht diese ganzen Charaktere auswendig. Nein, das kenne ich nicht. Ich kenne nur die Hauptcharaktere, zum Beispiel Pikachu halt und ja, die ganzen, ja, die, wo man eher so halt besser kennt, wie gesagt. Aber so, die, da gibt es ja, was weiß ich, wie viel Pokémon. Da gibt es mehr Pokémons, wie es Super Saiyajins bei Dragon Ball Z gibt. Und Dragon Ball Z, da muss ich gestehen, das ist ein Spiel, das ich gut kann. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2 wird auch mal noch einer meiner Projekte sein. Wird auf jeden Fall ein längeres Projekt sein, also ich schätze mal so zwischen 50 und 100 Videos mindestens. Könnte sich aber je nachdem noch ändern, wie gesagt, es ist nie sicher, wie viele Videos es werden. Ihr habt gesehen, wie schlecht ich im Schätzen bin. Ich habe ja auch gesagt, bei diesem Wario Land 4 habe ich auch gesagt, ja klar, 30 Videos, jetzt sind es 18 geworden. Da lag ich auch ein bisschen neben der Kappe, oder? Ja, anscheinend wohl doch. So. Tu die Scheiße bitte schnell einzahlen auf dein Konto. Oh, wir haben 2724, also mittlerweile schon bald 3000. Ich kann mich noch erinnern, als wir noch bei der... Als wir noch wo waren, bei der... Mann, jetzt reicht es mir schon wieder. 2000. Bis ich die Worte finde, bis dahin ist das Let's Play schon wieder vorbei. Ja, genau, jetzt ist es vorbei. Ich kann euch nochmal das hier zeigen jetzt. Ihr seht, der See ist jetzt wirklich leer. Das ist jetzt so schwarz geworden und der Weg oder der Pfad ist jetzt so weiß markiert. Einfach, dass man das hier ein bisschen erkennen kann. Die schwarzen Punkte würden wir ja nicht sehen. Und in diesem ersten Level, da kann ich gleich mal hier so drauf gehen, da werden wir nächstes Mal weitermachen und da werde ich dann eben, wie gesagt, den Schatz holen. Es gibt keinen geheimen Weg, also ich werde ins normale Ziel dann einfach ganz normal zurückkehren. Und wenn ich das gemacht habe, können wir eben in dem vierten Level fortfahren und im vierten Level wird es auch den nächsten Schatz geben. Das heißt, wir werden im nächsten Let's Play zwei Schätze auf einmal wiederfinden. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. War mal ein bisschen anderes Stil wie sonst und macht's gut, Leute.